Hallo ihr Lieben, ich nehme euch mal wieder mit durch Bens zweite Lebenswoche und erzähle euch so ein wenig. Er ist gerade ein wenig unzufrieden, deshalb muss ich weitermachen, deshalb wippe ich auch so. So, dann kann ich euch gleich ein Update geben. Der Kleine hatte Hunger, er trinkt gerade, also ich stille ihn gerade, falls ihr irgendwelche schmatzenden Geräusche hört. Und es halt hier ein wenig, wir befinden uns nämlich im ersten Stock. Und ja, das mit dem Stillen klappt wirklich sehr gut. Also ich hätte selbst nicht gedacht, dass es von Anfang an so gut klappt. Also er nimmt ordentlich zu, die Hebamme kommt die Woche nochmal. Dann werden wir sehen, wie viel er wiegt. Und ja, letzte Woche, also in seiner ersten Lebenswoche, war sie dreimal da, glaube ich. Also ich habe ja ambulanten Kunden, der Papa baut den Kasten gerade zusammen. Und jetzt ist es nur so, dass er abends oftmals so ein Clusterfeeder ist. Das heißt, er trinkt dann ganz, ganz oft hintereinander und da leiden meine Brüste schon etwas, muss ich sagen. Also es ist jetzt schon so, dass es schmerzhaft ist, gerade beim Anlegen. Es tut schon weh. Ist aber auf jeden Fall auszuhalten. Und ich trage jetzt zurzeit zum Beispiel wieder diese Multimam-Kompressen oder verwende halt auch so Lanolinsalbe. Ja, am besten, wenn ihr da Probleme habt, auch das mit eurer Hebamme besprechen. Aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Ich versuche auch immer eben unterschiedlich anzulegen, damit sich das ein wenig verteilt. Aber er hat halt schon einen ziemlich starken Saugreflex, würde ich sagen. Ich glaube, dass es auch daran liegt. Und ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass es halt meistens die ersten 14 Tage bis zu den ersten 6 Wochen einfach dauert, bis sich das alles eingependelt hat. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. So viel dazu zum Thema Stillen. Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Heute hatten wir eine etwas kürzere Nacht. Er schläft normalerweise nachts so 3 Stunden. Heute ist aber alle 2 Stunden gekommen. Und um 5 wollte er dann irgendwie auch nicht mehr. Und dann sind wir aufgestanden und Kai ist dann auch aufgewacht um 6. Also heute war die Nacht etwas kurz. Man sieht es mir vielleicht ein wenig an, aber so ist es. So ist es, ja, wenn man ein 2 Wochen altes Baby hat, beziehungsweise 2 Wochen, er ist jetzt erst eine Woche, 9 Tage ist er heute. Genau. So. So sieht's aus bei uns. Und jetzt bauen wir gerade die Türen zusammen, eigentlich eher Papa Birdie, weil ich Ben halte. Deshalb wackele ich auch so. Und genau, so sieht das Bad aus. Ist eigentlich schon fertig, es fehlt noch so ein Spiegelschrank und da kommt noch sein Spiegelkasten her und das gehört nochmal geputzt. Und dann ist hier Kais Zimmer. So sieht das aus. Und dann ist hier Bens Zimmer. Sieht auch noch ein wenig chaotisch aus. Wäsche steht natürlich auch ganz normal an. Ich bin schon ordentlich am Wäsche waschen. Und froh, wenn mal wieder eine große Partie weggewaschen ist, weil es ist sehr viel liegen geblieben. Ben schläft. Und ich habe jetzt gerade die transportable Wippe aufgebaut, weil ich finde so eine halt total praktisch. Hier steht ein Faden weg, oh no. Weil die so Griffe hat, das heißt, da kann man es leicht überheben. Und der Kai ist bei seiner Mimi und Papa und Mama werden jetzt oben im ersten Stock ein paar Sachen erledigen und der Ben darf dann in der Wippe zuschauen. Ben chillt hier im Badezimmer, wobei also gechillt sieht er jetzt leider nicht mehr aus. Und wir sind hier am Kasten zusammenbauen. Ich glaube, er will schon wieder essen. So sehe ich übrigens 2 Wochen nach der Geburt aus, noch etwas speckig. Und der Bauch ist halt auch weich.
Unser Bugs nimmt Formen an. Hier ist sowas für Hosen. Und da ist die Türe. Tada! Unser Bugs steht. So sieht er aus. Ich zeige ihn euch auch noch von innen. Von innen sieht er so aus, aber ich ärgere mich ein bisschen, weil diese Scoop-Box passt hier oben nicht rein, weil wir hier die Türen haben. Und ich glaube, es gibt aber nur eine viel kleinere, die wir dann hier reinmachen würden. Ja, mal schauen. Aber okay, kann man immer gebrauchen, so eine Box. Da sind ganz viele Einlagefächer. Ben hat die Augen schon ein wenig mehr offen und er wollte heute tagsüber nur alle 3 Stunden circa trinken, sonst immer alle 2. Und er hat jetzt eine kleine Augenentzündung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine Entzündung ist, aber so ein verklebtes Auge. Hörst du deinen Bruder? Kai ist ganz begeistert. Er sagt immer, Baby süß, Baby klein. Und jetzt nach circa 10 Tagen weiß er auch, dass das Baby Ben heißt. Weil sonst hat er immer nur Baby gesagt. Und jetzt sagt er schon der Ben. Ich bin jetzt dabei, meinen Antrag auf Kinderbetreuungsgeld auszufüllen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde schauen, ob ich das online machen kann. Und ich werde wieder dieses 30 plus 6 nehmen. In Österreich gibt es da eben unterschiedliche Varianten. Es wird aber alles ab Jänner 2017 geändert. Wir gehen jetzt eine Runde Laufrad fahren. Ben im Tragetuch und Kai mit dem Laufrad. Wir waren vorher draußen spazieren und schaut euch das an. Gefällt ihm voll. Er liebt es, wenn ich ihm diesen Bärenanzug anziehe, ist er schon so zufrieden und glücklich und wie er schläft. Ich mache einen Eulen-Adventskalender und zwar braucht ihr dafür Geschenkspapier. Ich habe jetzt 2 verschiedene genommen und dann habe ich so Holzklammern gekauft, einen Kleber, dann bei Depot so braune Säckchen, wo man halt die Sachen reinfüllt. Dann braucht ihr natürlich noch Sachen, die ihr reinfüllen könnt. Und ich habe von Farbenkreisel, die habe ich mir extra anfertigen lassen, so Eulensticker. Finde ich richtig, richtig cool. Und mit dem Gutscheincode AnnaBirdie bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Bestellungen vom 7.11. bis zum 30.11. Ja, und falls ihr jetzt auch sowas braucht bei Farbenkreisel, ich verlinke euch das nochmal. Und ich werde das jetzt probieren und zeige euch dann, wie das aussieht. Als erstes habe ich jetzt 2 Streifen einfach vom Geschenkspapier runtergeschnitten. Das werde ich jetzt irgendwie so falten. Ich mache das jetzt selbst zum ersten Mal. Also learning per doing. Ich habe jetzt mal probiert, so ein Säckchen zu falten. Und eben hier kommt der Bauch drauf. Und den möchte ich halt in diesen Farben. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das am besten mache. Ich falte das jetzt einfach so und schneide dann so einen halben Kreis. Ich glaube, ihr werdet das dann sehen, wie ich das machen möchte. Jetzt habe ich hier meine Eulenbäuche, die werden hier raufgeklebt. So würde dann die erste Eule aussehen. Das Set von Farbenkreisel besteht eben aus Augen, aus Schnäbeln und aus Sternen. Ich wollte das halt ganz schlicht gehalten. Soweit ich weiß, kann sie auch immer alles farblich anpassen. Ich weiß aber auch, dass wir jetzt schon etwas spät dran sind. Als erstes kommen hier mal so Frühstückskekse in ein Bäckchen rein. Ich muss die anderen Sachen erst zusammensuchen. Und ich habe mir eben auch überlegt, dass ich das damit halt gleich gut festkleben kann mit den Augen und den Schnäbeln. So sieht meine erste Eule aus. Ich muss nur sagen, meine Säckchen sind zu groß für diese Augen. Also eigentlich im Internet hat das ein wenig anders ausgesehen. Aber ich finde es trotzdem ganz süß. Was meint ihr? Und ja, mit Liebe selbst gebastelt. Kai wird sich sicher freuen. Ich habe jetzt alle Bäuche fertig geschnitten. Das werde ich jetzt kleben. Und ich habe jetzt auch noch mehr Füllmaterial geholt. Sowas habe ich eben noch geholt, so kleine Autos oder so Playmobil-Figuren oder auch so ein Tinti-Spaß, dann könnte man Quetschis reinmachen. Ich habe auch zuerst überlegt, so Dinosauriers, aber ich glaube, die werde ich noch für Nikolaus oder so verpacken. Mal schauen. Auf jeden Fall, es gibt da unzählige Sachen
Und mir wäre echt noch viel mehr eingefallen. Genau, das habe ich auch überlegt. So eine Bobbycar-Zahnbürste, solche Sachen gehen eben auch. Fertig mit dem Adventskalender. Juhu, jetzt kann ich endlich schlafen gehen. Ihr Lieben, heute am 12. Tag von Ben waren wir schon auf einem Kindergeburtstag und waren ordentlich unterwegs. Ich muss sagen, es war sehr unproblematisch, hat mich selbst erstaunt. Und ich dachte, ich erzähle euch eben noch schnell, dass wir das gemacht haben. Ja, Ben hat im Prinzip einmal getrunken, danach waren wir einkaufen, da hat er dann im Auto noch getrunken. Und er schläft jetzt eigentlich so 3,5 Stunden und trinkt dann meistens nur auf einer Seite so um die 10-15 Minuten. Nachts, tagsüber kommt er öfters, aber auch jetzt alle 2,5 Stunden. Eine Zeit lang ist er alle 2 Stunden gekommen. Ja, ich habe mir anfangs ein wenig Sorgen gemacht, ob er wohl genug Milch bekommt, wenn er so kurz trinkt. Aber ganz viele liebe Zuschauer von mir haben mir schon geschrieben, dass das ganz normal ist, weil sie halt irgendwie dann schneller trinken können und besser an die Milch kommen. Und viel mehr ist jetzt in der zweiten Lebenswoche von Ben gar nicht passiert. Deshalb werde ich auch den Vlog beenden. Ich kann euch noch... ich war nämlich heute sehr happy mit meinem Outfit. Ich habe nämlich heute so einen Rock an und eine Leggin. Und es ist die Mother Tucker Leggin von Belly Bandit. Die geht hier rauf und ich finde echt, die bringt etwas. Und man sieht gleich dünner aus. Ja. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zum nächsten Vlog oder sonst samstags zu einem Video. Ich wollte mich auch für alle neuen Abos bedanken und euch herzlich auf Mama Birdie begrüßen. Ja, jetzt will er nochmal essen. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.